Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hat am Montag den Weg freigemacht für das Vakzin des US-amerikanischen Herstellers Novavax. Damit ist der fünfte Corona-Impfstoff für die EU freigegeben worden. Nach der Empfehlung der EMA hat die Europäische Kommission eine bedingte Marktzulassung für Novavax erteilt. Dieser Impfstoff wird im Abstand von etwa 3 Wochen in 2 Dosen gespritzt. Den Studien zufolge ist sein Infektionsschutz mit etwa 90% hochwirksam. Wie stark Novavax gegen die sich in Europa rasant ausbreitende Omikron-Variante ist, steht dagegen noch nicht fest. Für Menschen, die einer Impfung bisher kritisch gegenüberstanden, könnte das neue Vakzin eine Alternative sein, da es auf einer anderen Technologie beruht. Das Novavax-Präparat ist weder ein mRNA-Impfstoff wie der Impfstoff von BioNTech, Pfizer oder Moderna, noch ein Vektorimpfstoff wie der von Johnson & Johnson sowie AstraZeneca. Das Vakzin enthält winzige Partikel, die aus einer im Labor hergestellten Version des SARS-CoV-2 bestehen. Sie sollen dafür sorgen, dass der Körper selbst die Produktion von Antikörpern und T-Zellen gegen das Virus ankurbelt.